Moin Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde bei Pokémon MMO. Kurze Unterbrechung hatten eigentlich schon gestartet und da kam der Pflegedienst zu meinem Opi. Hallo. Ey, wirklich on point. Wir hatten gerade auf Aufnahme geklickt. Ja. Ich war gerade mit der Anmoderation fertig. Ding dong. Ja. Oh, es gibt eine schöne Überraschung. Auf dem Fahrradweg herrscht keine Gravitation. Oder Drang nach unten. Ui. Man Drang kann... nach unten. Hier herrscht keine Gravitation. Oder wie ich es nenne, Drang nach unten. Ja. Gewusst wie. Gravitation versteht auch nicht jeder. Wir hatten es letzte Folge noch über die Alternative für Dummheit. Alternative der Dummheit. Es ist, ich verstehe das nicht. Deswegen muss man das halt so sagen. Schmeißt mal euren Laptop aus dem Fenster. Dann seht ihr, was Gravitation bewirkt. Wo habe ich das nochmal gelesen? Irgend so ein richtig geiler Post. Ich glaube sogar tatsächlich von 9gag. Rassismus ist wie... Zebras mit schwarzen Streifen, die sich über Zebras mit weißen Streifen aufregen. Nein. Das ist vom gut. Grundprinzip das gleiche. Ja, Mensch ist doch Mensch. Ist mir hier ein Latten, was jemand von der Hautfarbe hat. Na, hier nicht in Deutschland. Hier gibt es Idioten, die sich darüber aufregen. Jetzt mal noch, was ein CSU-Politiker abgelassen hat. Der Muslime als solcher muss, will er sich in Deutschland integrieren, die Kultur von Fleisch, von Schweinefleisch essen und Bier trinken, als solche akzeptieren und annehmen. Ich so, akzeptieren ist richtig. Wenn ich in ein Land gehe, muss ich auch damit leben, dass die Leute da andere Gepflogenheiten haben. Aber ich muss sie mir doch nicht selber annehmen. Nein, nein, du musst sie auf gar keinen Fall selber annehmen. Das, was du musst, ist damit leben. Wenn du die Muslimen zwingen willst, dass er Schweinefleisch fressen soll, dann musst du auch einen Vegetarier zwingen, Schweinefleisch zu essen. Richtig, so sieht's aus. Ich kenne auch mehr als genug Leute, die keinen Alkohol trinken, die auch keine Muslime sind. Ja. Die Leute haben einfach keinen Bock zu saufen. Ja, das ist einfach total dämlich. Aber die Argumente sind so lächerlich schlecht. Aber ja, aber es ist aber das ist wirklich eine typische deutsche Krankheit. Hier wird nach unten, hier wird nach oben gebückt und nach unten getreten. Ja, so sieht's aus. Hier, wie Deichkind es einmal so treffend formulierte, bück dich hoch, ja. Gelogen, in dem Song ist so viel Sozialkritik, das kriegt kein politischer Kabarettist zurecht. Oh. Das ist doch interessant. Und ich hab es doch gestern schon in einer, wir sind Kapitalisten. Hab ich doch gestern schon in der Sprachnachricht erlebt, wir sind Kapitalisten. Oh. Wir wollen erwirtschaften, Leistung, Leistung, Leistung. Ewiges Wachstum. Ja. Im Grabstein des Kapitalismus mit stehen zu viel war nicht genug. Der Satz ist immer schön. Ja, wie gesagt, ewiges Wachstum. Ja, frag mal Rainer Kallmund. Oh, war ja. Diese Äußerung würde ich keine Antwort. So. Diese Äußerung würde ich keine Antwort. Hast du jetzt eigentlich mitbekommen, wie die AfD auf die Storch reagiert? Nö. Wir haben der verboten, weiter am Wahlprogramm mitzuschreiben. Niedlich. Ich glaube gerade so, Beatrix darf nicht mehr mit in die Krabbelgruppe. Ja, genau. Das hatte für mich, als ich das gelesen hatte, wirklich den Flair für mich. Beatrix, das war jetzt frech. In die ruhige Ecke. Ja. Oh, Mann, oh, die Milch bleibt stehen. Das ist für ein gehirnamputierter Scheiß-Kindergarten, was die da abziehen. In die Wuthöhle. Beatrix, in die Wuthöhle. Willst du zu Erika Steinbach? Das ist so schlecht einfach, ey. Oh Gott, aber das passt auch wie Arsch auf einmal da, ey. Das passt ja auch so schön, da musste ich ja so lachen. Ich weiß ja gar nicht, das ist ja schon lange, lange her, aber der Mann von der Petri, der ist ja auch, der war ja auch erst bei der AfD, ne? Ja. Der ist ja dann auch, da wurde ihm das zu blöd und ist er zur CDU gegangen. Das war auch so geil. Ich weiß noch, als es damals nicht die AfD die Dummen waren, sondern die Pegida, nicht falsch verstehen, die Pegida ist immer noch ein rundsdummer Haufen. Aber das war ja damals so, als Pegida sich gegründet hat, den einen war es zu rechts, den anderen war es nicht rechts genug. Dann haben sich doch da auch die Geister geschieden. Das ist doch die ganzen, die einen sind zur CDU gegangen, die anderen sind zur AfD übergelaufen. Das ist echt, oh Gott, was ein Haufen da, ey. Das ist ist so ein Rummelhaufen. Fällt dir nichts zu, eine. Kannst so lachen über die. Wobei, ich weine um unsere Welt. Ich weine um unsere Welt. Ach, das ist zu spät. Trump hat in den Umfragen auch immer weiter. Ja.
Wobei, wenn wir den Trump, wenn der Trump Präsident ist und wir dazu kriegen, dass die AfD die USA bombardieren will, vielleicht holt er die dann raus aus Deutschland. Das Problem ist, der holt den. Was du dir vorstellst, ist ein chirurgischer Eingriff. Den Obwohl, nee, der Trump kriegt das, ja, stimmt. Der Trump entfernt einfach unser Land. Stimmt, der Trump geht dann, nö, wir nehmen jetzt nicht die, wir nehmen gleich alle. Stimmt, scheiße, und das geht auch nicht. Leben. Ja, da hast du recht. Das ist ja doof. Ein Mann, der in einem öffentlichen Interview sagt, dass er alle Terroristen foltern und erschießen würde, auch wenn er keine Informationen aus denen rauskriegt, weil die es ja verdient hätten. Es wird immer wieder auf irgendwelchen Ausländern rumgehackt. Die werden dadurch sozial ausgegrenzt und werden damit noch einfacher zu rekrutieren für die ISIS. Oder den IS, wie man das auch nennen will. Ja. Der Typ da, der sich in Brüssel am Bahnhof in die Luft gejagt hat, das war, da der sich in die Luft gejagt hat, scheiß Move, macht man nicht. Böse. Aber das war ein verzweifelter junger Mann, der keine Zukunft mehr gesehen hat. Deswegen hat er sich doch für den Scheiß gemeldet. Ein glücklicher Mensch, der im Leben erfüllt ist, der jagt sich doch nicht am Bahnhof in der Luft. Natürlich nicht, deswegen rekrutieren die Idioten ja aus dem Knast oder sowas. Habe ich auch wieder eine sehr schöne Karikatur gesehen. So einem jungen Typen wird von einem älteren Typen dieser Bombengurt angelegt. Aber der sitzt aber ein bisschen eng. Ja, das löst sich mit dem ersten Mal tragen. Alter. Ja. Habe ich auch mal, wurde auch mal von Family Guy oder American, nee, Family Guy war es, wurde es auch sehr nice parodiert. Also, ich gehe rein, werfe einen Rucksack, boom, und komme zurück, großer Held, bekomme 72 Jungfrauen. Nein, nein, du selber, Kavum, großer Held, komme in den Himmel, 72 Jungfrauen. Alles klar, ich verstehe. Ich, Rucksack, Kavum, komme zurück zu großer Heldenparty mit 72 Jungfrauen. Ja, großer Held, wir sehen uns gleich wieder. So. Oh Gott. 50% der Typen, die sich da in die Luft jagen, haben doch überhaupt keine Ahnung, wofür sie das machen. Nee. Ah, ja, mir fällt das ist. Nee. So, wir wechseln jetzt das Thema. Wir müssen über ich wollte gerade sagen, wir reden. Jetzt ja, das zieht einen so allmählich. Aber wir streichen jetzt das Thema Amoklauf, Terroristenanschlag, so ist es gesagt sein, und AfD. Was bleibt da noch? Nicht mehr viel. Ah, Erika ruft ihr Giflot raus. Hat dieser Xenia abgezogen vom Dienst. Ist der Arena-Fight. Welchem Level ist dein Glutex so? 30 und ist halbe Weg zu Level Up. Nice! Ich muss es gleich mal austauschen, es kassiert übelste Sorte. Der Hure hat Hypertränke. Hure! Da hat der Rio ein schönes neues... Ich muss austauschen, mein Glutexo ist vor der letzten Säure die Spezialverteidigung runtergegangen. Da tut ihm das trotzdem weh. Dann kriegst du aufs Übelste ab. Das heißt dann also, Leute, wenn er es schafft, Erika zu besiegen, gibt es heute ein Duell. Nicht so toll. Das kommt zu früh. Jetzt zu früh. Aber gut. Für jeden 500 Erfahrung. Ja, also mein Glutexo kriegt ja nur Sonderleistungen. Dieser Hure! Dein Glutexo. Die scheiß ausgetauschten Pokémon kriegen immer Sonderbehandlungen. Ja. So ist es. You saw what I did there? Bin von hinten. Also von hinten ist meine Spezialität. Da. I looking for some hoes. Farming? I prefer the big booty ones. Ja, ich lese. Habe ich eigentlich gesagt, wie der Anime hieß, den du dir angucken musst? Nee, das hast du mir, glaube ich, nicht erzählt. Gut, dann sage ich es auch nicht. Einige werden den kennen, denke ich mal. Und wen kennt, der weiß, wie krass der ist, ey. Ich schreibe es hier mal in den Chat, aber nicht, dass ich es schreibe, sondern ich schreibe es hier nur rein und lösche es dann wieder. So, bitteschön, da steht's.
Da unten im Chat könnt ihr es jetzt lesen, Leute. Wer den nee, Anime. Kann's nicht. Wieso kann ich es nicht lesen? Ich hab's nicht gesendet. Ich hab's nur in die Nachrichtenspalte geschrieben. Ja, das ist gleich. 36. Habt ihr verstanden, Leute? Gut. Wer das kennt, der weiß Bescheid. Wer es nicht kennt, muss es auch nicht wissen. Uncle X. Da gebe dir den. What good Texel is a boring. Abbrechen! Abbrechen! Da muss ich mich mal zu dir begeben, wa? Wir möchten zu ihm. Du text her as a wolf to... LOL. Ist es ein Wolf zu? Hey, da muss ich hin. Tatsächlich, es geht. Oder wenn die Attacke nicht hier richtig gut gebrauchen können. Was? Was er jetzt gelernt hat? Flügelschlag hat er Flügelschlag, ja, ja, stimmt. Hast recht. Wäre mega nice gewesen. Das ist aber auch so eine geile Attacke. Das mag ich auch so an Glurak, dass das so ein All-Around-Carry ist. So, Prismania City, Pokémon Center. Now, bitch. Ich stehe schon hier. Ich warte. Ich warte für dich. Was zum Geier? Putin, Putin, Wodka, Wodka, Wodka. Blins. Kurva. Ja? Alles klar, tschüss. Oh, du musst abbrechen. Nein. Da nein, geht nein, mir nein. I'm waiting. Die Frau vom Pflegedienst hat sich nur gerade ver... Das ist aber nett. Würde ich hier Kurva, Kurva schreiben. Da wohnt ein radikaler Russe. Wir haben's in der Brust. Du Monster. Da kommt ich habe mir das nur vom Alpha Kevin abgeguckt. Nehmen Sie meine Output. Danke, sind wir. Bitte kommen jetzt halt bei. Ey, du stehst falsch, musst einen zurück, meine weiter nach rechts. So, jetzt. Ey, noch das geht nicht, da steht eine Hure. Ach, dann gehe ich. So. Jetzt steht die Hure in dir. Okay, egal. Rio von Ivan, Duell. Machst du oder mach ich? Ach, er hat schon. Ah, oh Gott, können wir eben kurz abbrechen und dann gleich quasi weiter aufnehmen? Ja, dann machen wir hier einfach, eine kleine... Einfach aneinander schneiden. Ja, das machen wir. Also, bis gleich. Bis gleich. So, jetzt kann es weitergehen mit dem epischen Part. Der Fight kann beginnen. Jetzt wird schwierig. Hast du geheilt? Nein! Natürlich habe ich geheilt. Ja, ist ja gut. Du Kacksau! Fängt auch mit seinem Schild an, ey. Die Frage, wessen Schild stirbt zuerst? Ja, deins. Ich wollte gerade sagen, deiner ist so alt. Ja. Alter, du bist so ein Sohn. Was denn? Ich habe ja nicht mal 6 Pokémon dabei. So wie du. Ja, genau. Was fängt er damit an? Jibidak, Jibidak. Jetzt geht's. Oh, er ist schneller, natürlich. Nebel muss es regnen. Verdammt, nur zweimal. Away! Als ob der fliegen kann. Mein Flugsklar. Nein! Wee! Wie soll er denn Spiegeltrick auch sitzen? Er hätte ja auch emporfliegen können. Das kann er erst jetzt. Ein Versuch. Mist. Bam, weg mit dir. Ding. Was ist das überhaupt für ein Wort, Ding? Weiß ich nicht. Kampfrunde 4, Kampftyp. Battlechat, was die Leute da reden, ist gerade uninteressant. Weißt du, was gerade doof ist? Was denn? Ich weiß nur noch dein Glurak, ich habe dein restliches Team nicht mehr im Kopf. Scheiße. Oh Leute, jetzt habe ich im Local Chat reingeschrieben, ich strecke die Linie, wollte ich eigentlich im Battle Chat rein. Eigentlich komplett auf dem Arm, dem Sohn. Er war schon in... Ach, du bist so eine Mist. Was denn? Du bist so ein übelster Huan. Ey, ich töte deine Eltern. Ich bringe eine ganze Familie um, ey. Und tanze auf ihren Gräbern. Du bist so ein Feigling!
Ah, ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. Ganz genau Du bist so der. eine Fiesssau, ey. Du bist so feige und schwanzlos, ey. Das ist einfach nur lecker. Ah, die geht ja neben. Das ist nicht wahr, ey. Du bist so eine feige Ratte, ey. Zur Hölle mit dir. Nein, jetzt nicht. Level 40, willst du mir eigentlich komplett was verarschen? denn? Nein, du hast ja nicht mal mein... Jawoll! Alter, that image is real. Du hast ja noch nicht mal das Poke gesehen, was ich als Gegenpart für deinen Glutexo reingenommen habe. Da ist es. Da ist es! Richtig wiederholt sich. Taktik Plan B! Seid Parast! Mist, es war Drachenfuß! Da funktioniert Spuren wird doch nicht. Du denkst, ich greife dich physisch an, du Vollidiot, gegen den Turtok. Ja. So, weil die Verteidigung um 2 runter war, deswegen dachte ich das. So, was mache ich jetzt gegen einen Glurak? Hole ich Trumpf Ass raus, gegen den ich... Ich will das aber eigentlich noch nicht rausholen. Das geht auch, deinen Simsalat zu verlieren, Feige. Ich will das andere rein, mein drittes, was du noch nicht gesehen hast. Ja, dann mach, ist mir egal, bring das hier zu einem schnellen Ende. Wir müssen danach eh wieder die Aufnahme neu starten. Ja, ich habe ja die Uhr gestartet, wir sind ja bei 16 Minuten gerade. Hau rein. Das ist der Gegenpart zu deinem Glurak. Ich hole ihn rein. Das ist ein Witz. Das ist ein schlechter Witz von... Das ist der Gegenpart zu deinem Glurak. Ja, welchen Typ, sag mir bitte mal kurz, was Pupita für ein Typ genau ist. Bodengestein in diesem Moment noch. Und wenn er sich zu Despoter entwickelt, dann ist er Gestein und Licht. Wo hast du denn einen Pupi gefunden? Ja, das wirst du gerne wissen, wa? Das würde ich auch gerne wissen, hast du wahrscheinlich wieder irgendwo gekauft. Ich kaufe mir alles. Wieso ich mir, glaubst du, ich kann mir einen Pupita leisten? Weißt du, wie teuer die Scheiße, wenn ich schon... Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich hat den wieder irgendeiner für einen Apfel und einen Ei verkauft. Ein Pupita. Da muss doch schon ewig nachsuchen. Was mache ich denn jetzt? Ja, mach mal irgendwas, ich sitze hier und langweile mich. Ja, ich bin ja dabei. Feige Mistrat. Das sagt der sich einbuddelt! Das sagt der sich einbuddelt! Du Mistsau! Ein Vorstoß nach hinten, mein Sohn. Ein Vorstoß nach hinten, du gehst immer von hinten ran, du fiese Socke. Ja, sag ich doch. Ich hab vorhin schon gesagt. Warte auf Zug des Gegners. Boah, jetzt braucht er wieder 10 Millionen. Stimmt doch gar nicht. Das tut jetzt richtig weh. Aua! Ah, verdammt! Das ging aber noch. Das hat aber eigentlich, das war gar nicht schlecht. Das war ja calculated. Das Problem ist, ich werde nur deinen Turtok nicht irgendwie töten können. Was war das? Oh, was war das? Drachenwut. Nein, nee, das meine ich nicht. Ich meine, jetzt hat sie gerade gerauscht. Oh. Ich habe vorhin Vögel bei dir zwitschern hören. Ja, der Frühling kommt trotzdem. Man mag es nicht glauben, er wird jetzt bestimmt seinen Zutat einwechseln. Alter! Was rauscht denn da so? Bei mir ist nix. Ja, ich kann's dir nicht sagen, bei mir ist auch nix. Ja, ich muss Zutat reinholen, was soll ich sonst reinholen? Ich hab zu viel rumgespielt, jetzt ist Schluss mit Spielen. Oh, ich hab mit Schaufler gerechnet. Das Ding ist hätte weg. Ich mal besser gemacht, damit wäre ich... Was? Du stehst noch! Obwohl, der Sandsturm tötet dich. KP, Alter. Der Sandsturm killt dich ja jetzt. Fuck, ey. Alter, wie hast das überlebt? Ich bin 3 Level höher mit Aquawelle. Damn you fucking bitch. So, du hast noch einen Turtok, das weiß ich. Aber was hast du dann noch? Magnetilo, nein! Was? Oh, das ist nur 15, Gott sei Dank. Ja, erst einmal 15. Ist nur ein VM-Sklavi. Ach so, Alter, da habe ich jetzt aber, als ich den Namen gelesen habe, habe ich kurz einen Schreck gekriegt. Ja, die Spezialdefense ist aber zu niedrig. Ja, aber ja. Ich überlege mir echt gerade, es zu trainieren. Scheiße. Alter, das Matchup ist so und das Matchup. LOL! Shellock! Ja, das hat sich noch nicht entwickelt. Ja, ach so, da muss er ja keine Angst haben. Einmal zurückgeschreckt, komm nochmal. Nochmal zurückschrecke. Kann ich surrendern? Mann, ey. Leck mir die Eier, ey. Hat der 40er Simsala. Mann, ich müsste nur einen Angriff von dem Fieber legen, dann würde ich das übelste Sorte wegböllern.
Das stimmt. Du müsstest nur einen überleben. So, wenn wir Glück haben, jetzt haben wir noch 3 Sekunden, enden wir direkt bei Aufnahmeende. Ja, wir sind ein paar Sekunden drüber, aber das passt! Du bist eine kleine Ratte, du Mist. Der Kampf war schon schwieriger, denn... Und dann sind wir allein und Turtok wäre ich hier echt am Arsch gewesen. Naja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!